Hallo ihr Lieben, willkommen zurück bei mir beim Army, Folge 2 vom Gas Station Simulator. Wir machen einfach weiter. Wir sind immer noch, glaube ich, im Prolog oder Tutorial. Zumindest ziemlich am Anfang noch. Und wir waren gerade dabei, ich glaube, er wollte, dass wir, genau, wir sollten Parkplätze kaufen, aber erstmal tanken wir dein Auto. War das so schon lange? Ich hoffe nicht. Oh, das sah gut aus. Fast 5 Dollar Trinkgeld. Ich wünsche eine gute Weiterfahrt. So, dann. Die Bude ist schon wieder ein bisschen dreckig, oder was sehe ich da oben? Ne, sieht gut aus. Gut, dann kaufen wir mal Parkplätze. Einrichtungen, sonstiges. Der einzige brauchbare Parkplatz im Moment. Er ist kostenlos. Der Onkel hat ihn vollständig bezahlt. Du musst ihm nur von Sand befreien. Okay, kaufen. Ein Kauf kann nicht getätigt werden, bevor der Bereich nicht gereinigt wurde. Okay, dann werden wir mal gucken, wo der gute Rudy ist. Unser kleiner Bagger. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir den Sand hier mal eben wegräumen können. Okay. Der ist auch schon wieder halb leer. Da gibt's doch gar nicht. Und zack. Ja, immerhin muss man nicht so viel schaufeln. So, und dann. Ah, da kommt der nächste Kunde. Ich bin sofort bei Ihnen, meine Dame. Ich muss mal eben den Sand hier loswerden. Mal ein bisschen Turbo anschmeißen. So, Sand abgeladen. So, den stellen wir hier wieder an der Seite hin. Und dann wollen wir mal eben kurz der Dame das Auto betanken. Dankeschön. Schöne Weiterfahrt. So, dann wollen wir gucken, ob wir jetzt den Parkplatz kaufen können. Ja. Gut, dann gehen wir hier mal wieder raus. Ich würde mal sagen, dass wir mal. Wie viel haben wir denn noch? Ach, noch genug über. Noch 160 Liter. Das reicht erstmal. So, nehme den Anruf vom Onkel entgegen. Dann wieder mal schnell hin zur Telefon. Zelle. Was ist das denn? Ach so, Müll. Das war schon, das kann man lesen, weil es eine Zeitung ist. Hello. I see the business is doing well. I'm calling to congratulate you on successfully getting it off the ground. But you can't run a business on fuel alone. I've had a few of my people deliver some extra stock for those empty shelves of yours. Time to talk money. You now owe me. Well, I'll send you the invoice to your email. Don't miss it. I'm sorry, nephew, but there is just no room for charity in this world. I hope you'll find it within your finances to repay the debt. Otherwise, we'll be forced to see to more persuasive methods of reimbursement. Don't have me wait too long now. Goodbye. So. Ein Platz für Wohltätigkeit. Na, das sind ja. Regale sind wieder aufgefüllt worden. Was ist denn hier los, war mal? Oh. Steht wohl doch im Weg. Ja, ich hab's verstanden. Tut mir leid. Da sind drei Parkplätze und. Ah, okay, alle drei sind jetzt belegt. Gut, dann tanken wir nochmal eben schnell für Sie. Zack, bitteschön. Schönen Tag noch. Ah, sieh Anna an. Was haben wir denn hier? Trinken, Pepsi? Ja, zumindest so ähnlich. Das wollte ich gar nicht rausnehmen. Wieder hinpacken.
Oh, eine schicke Mütze, das ist ja Wahnsinn. Hallo. Bediene den Kunden. Jedes Produkt, das in den Korb fällt, ohne gescannt zu werden oder aus der Kasse herausfällt, erhält der Kunde kostenlos. Okay. Kasse. Verwende Shift links, um das Band zu bewegen und halte linke Maustaste, um Artikel zu bewegen. Bewege die Artikel über den Scanner und leg sie in den Korb. Das Band verschmutzt mit der Zeit und wird langsamer. Reinige es durch Halten von rechter Maustaste und wische über das Band. Mache keine Fehler, um Kombo zu erhöhen und Trinkgeld zu erhalten. Okay. Oh, das kann ja was werden. So, dann bewegen wir mal das Band. Zack. Ah, okay. Ich meine, wir hätten ja schon ein bisschen enger aufs Band parken können, ne? Und zack. Einmal Kekse. Und nochmal Kekse. Und nochmal was zu trinken. Paprika-Chips. Dankeschön. Ein zufriedener Kunde ist ein guter Kunde. Herr Officer. Einmal Chips für den Dienst. Einmal Kekse. Noch einmal Kekse. Und einmal Dragees. Ich finde das gut, dass sie an einer gesunden Ernährung festhalten. Bezahle das Darlehen am PC. Ja, das war der Onkel, ja, ne? So, dann einmal 6 Artikel. Und ein Trinken. Nochmal Trinken. Hier in der Wüste braucht man wirklich viel Trinken. Das ist sehr gut. Noch eine Dose Cola. Gerne. So, kann ich das jetzt... Kann nicht verwendet werden. Ah, dann kann ich es gar nicht putzen, so, wa? Okay. Verbleiben ist übriges... Übrige Zeit. 1,55 für 5.000? Ach so. Ich muss nur ein Teil bezahlen. Alles klar. Ja, machen wir mal 100, ne? Um das Darlehen zu bezahlen, gehe zum PC und schaue unter Darlehen. Ja, reicht doch nie. Und nun? Jetzt habe ich kein Geld mehr. Wieso habt ihr alle so eine schöne Weihnachtsmütze aus, sag mal? Ich habe ein Darlehen zu bezahlen. So wird das nix. Nicht mit $30. Na gut, das Darlehen in der Zeit zu bezahlen, das schaffe ich nicht. Da wird schon irgendwas wird schon passieren. Dann lesen wir nochmal die Feenstaub. Okay, das haben wir gehabt. Der Müllzyklus. Kleiner Müll kommt in den Müll. Und irgendein Müll kommt. Müllsäcke füllen sich und müssen mit einem großen Container entsorgt werden. Okay. Dennis kennen wir auch schon. Das Gemälde haben wir aufgehangen. Sieht aus, als ob du an deinen Zielen arbeiten musst. Ist ja gut. Warum wird hier kein Stress? Ich war doch an E-Mails lesen. Dann hier kann man doch in Ruhe manchmal eben. Diese E-Mail ist Versteck aufgesetzt. Ich weiß das. Okay, das können wir auch darlehen. Hallo Neffe, ich schreibe das, damit wir endlich in der Sache quitt sind. Um der formalen Abrechnung willen. Rudi, Baggernutzung, Treibstoff, Müllentsorgungsdienste, zusammengefasst schauen wir auf eine Zahlung von etwa $3.200, die noch aufsteht. Ich mag keine ungelösten Kredite, also bitte ich dich inständig, sich zu beeilen und die Angelegenheit so schnell wie möglich zu klären. Ciao. Ja, er ist ja nett. Er ist alles so und dann auf einmal will er die Kohle wieder haben. Oder zumindest das Darlehen bezahlt wird. Okay, Kasse haben wir auch schon. Okay, gut. Das ist ja im Prinzip, hallo. Wie war das mit? Alte rechte Maustaste, um den Schwamm auszurüsten. Ah, okay. Ah. Kann man ja quasi... ihr habt nicht so eine gute Ernährung, oder? Trinken, nochmal trinken. Gerne.
Klingt schon. Oh, die Zeit ist abgelaufen. Na, wollen wir mal gucken, was hier zu meckern gibt. Aber erstmal tanken wir noch. Der Kunde geht vor. Oh, 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 stopp! Da ging er mal voll daneben. Naja, Hauptsache sie bezahlt. Hey, Pong. Oh. Ach Gott. Okay, das ist wohl der Kredithai. Na, was kommt jetzt? Okay, das ist wohl der Krediter. Eben war nur der Schläger wahrscheinlich, ne? Wake up, Sam. You've got a gas station to run. Errungenschaft freigeschaltet, der Onkel. Bin mir schon wieder die. Sind sie weg? Ja, scheint so. Hey, Nephew. Back on your feet? I hope your head's no longer spinning. Thanks for picking up. We need to talk. There was a mistake, a serious one. You can rest easy knowing I will have the responsible people dealt proper retribution for what has happened. The amount of time on your investment loan deadline was rendered far too short for what the amount was. It's plain bad business. And I don't make bad business decisions. Let's forget about this debacle for the time being. As a token of apology, please accept this small gift. It will help with your next delivery, no strings attached. However, you will need to make the warehouse operational again to receive it, somehow. You're a resolute lad. You'll figure it out. Ja, davon gehen wir erstmal aus, dass wir das schaffen werden. Gut, die Aufnahme eines Darlehens ist jetzt auch am PC möglich. Das geliehene Geld wurde erstattet. Ah, also das, was wir zurückgezahlt haben. Okay, alles klar. So, schließe alle Ziele ab, um die Tankstelle aufrüsten zu können. Die Aufrüstung der Tankstelle erfolgt über das Menü der Station, das über dem Hauptbildschirm des PCs zugänglich ist. Okay. Außendekoration gekauft. Außendekoration. Sehenswürdigkeiten. Dieses gelbe Auto stammt aus einer berühmten Action-Szene in Bombay. Der Protagonist springt es mit seiner Faust. Okay, kaufen für 50. Ah, gibt wohl einiges zu kaufen, wie mir scheint. Noch ein Auto. Das blaue Auto wurde in einem Standsprung für einen amerikanischen Actionfilm verwendet. Es machte 5 Saltos, bevor es kopfüber landete. Okay, soll ich jetzt alle Autos kaufen? Dieses rote Auto wurde gerade im Norden des Landes zu Schrott gefahren. Es hat leider keine besondere Geschichte, sorry. Dieser Palmenhain ist eigentlich heimisch in diesem Land, aber nicht in der Region. Ich frage mich, wo Onkel diesen herbekommen hat. Vorgartenpalme. Die Pseudophönix Sargenti Wendel verleiht der Tankstelle einen gewissen Duft. Vorgartenpalme 2. Laut Reiseführer sollte dies eine Rhinax papriflora schwarz sein. Aber du hast deine Zweifel. Ja, definitiv. Bei dem Namen bestimmt. Okay, haben wir wohl alles gekauft. So, erwerbe
Die Aufrüstung der Tankstelle auf Level 2. Okay, aber erstmal tanken wir hier. Ja, war fast richtig. Ich komme. Vision. Gut, einmal trinken. Mal komm her. Danke, ebenso. So, nächste bitte. Danke, ebenso. So, neue E-Mail, wahrscheinlich wieder einmal. Genau, da eine Verbesserung, das kennen wir schon. So, Management. Bestimmte Abschnitte, nein. Aktualisierung wollte ich rein, nicht Management. Was ist denn los? Ich denke immer, da steht jemand an der Zapfsäule. Ist doch nicht so ein Stress hier. So, Aktualisierung. Tankstelle Level 2. Kostet nichts. Das ist so gut. Dann einmal machen bitte. Errungenschaft freigeschaltet. Station Level 2. Finde einen Weg, das Lagerhaus zu betreten und das Tor zu öffnen. Okay, machen wir. Wenn ich mir wüsste, wo das Lagerhaus ist. Ah, ich sehe gerade, die ist ja viel größer geworden hier drin. Dann müssen wir die Regale einmal umstellen. Damit das hier alles vernünftig aussieht. Kann man das so nehmen? F, um aufzuheben. Okay, gut, dann stellen wir das hier einmal in die Ecke. Nee, ein bisschen zurückdrehen. Und einmal zack. Das sieht gut aus. So, dann kommst du auch mal her. Stellen wir dich direkt daneben. So. Place all. Achso, alles wieder hin, bitte. Und das Trinken kann auch alles wieder hin. So. Müllsack. Hier den ganzen. Hier, das kannst du gleich auch alles. Was ist das denn hier? Lagerung. Wieder weg. Ja, ich komme. Das war knapp. Fällt das rein, ist ja umsonst für den Kunden. Das wollen wir ja verhindern. So, dieser Artikel. Sehr schön. So, dann nehmen wir mal den Schlüssel für das Warenhaus, vermutlich. Ah, okay. Das ist quasi für alle Schlüssel. Ja, ich gehe mal kurz draus tanken. So, bitteschön. Und einmal wieder die Kunden hier drinnen bedienen. Zack. 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 Und zack. Bitteschön. So, nächste bitte. Einmal 8 Artikel. Wunderbar. Eine Dose und noch eine Dose. Ein paar Kekse. Überall stehen. Zack. Ja, Daumen hoch. Daumen hoch gebe ich gerne zurück, auch wenn ihr das nicht seht. So, können wir hier noch ein bisschen aufräumen. So, du kommst da rein. Du kommst. Wie kriegen wir dich denn da durch? Ah, okay, alles klar. Hat doch geklappt. Ich bin ganz verwirrt, weil die immer mit ihren Weihnachtsmützen hier rumlaufen. Oh, das. Ja. Hat doch gepasst. So, Schrank. Den. Oh, das war ein bisschen. Oh Gott. Keiner gesehen. Entschuldigung.
Sag mal, also. Jetzt geh da rein. Ja, von mir ist auch gerne so. So, das kleine Ding. Das ist drinnen gelandet, sehr gut. So, die Matratze. Kann ich die so... Ja, ist auch drin, sehr schön. Das ist alles kleiner Müll. Zack und zack und zack. Wo kommt denn der kleine Müll? Hast du den da hingeschmissen? Einmal die beiden Müllsäcke. Zack. Ab in der Tonne. Und der auch ab in der Tonne. Beziehungsweise ab in den Container. Vorausgesetzt, man trifft natürlich. Okay, das sah gut aus. Dann einmal den Bus tanken. Zack. Schönen Tag noch. Mal zwischendurch einmal. Gerne. Also schon Scan-Kombo 11. Weil ich das nicht sagen soll, weil jetzt machst du bestimmt was falsch. Wie es dann halt immer so ist, ne? Eine Dose, einen ACE-Drink vermutlich. Ah, das war schon. Keine Produkte mehr, keine Produkte mehr. Ich glaube, ich muss ein bisschen was kaufen, wa? Aber dafür brauche ich vermutlich das Lagerhaus. Gut, dann ziehen wir dich noch eben ab. Daumen hoch zurück, gerne. So, hier ist gerade niemand. So, dann rennen wir mal kurz hier vorne zum Lagerhaus. Schließen die Tür auf, sehr gut. Und das Tor zu öffnen. Halte die Tore des Lagers geschlossen, sonst kannst du bestohlen werden. Ach Gott, das vergesse ich bestimmt immer. Entferne die Heuhaufen, um das Lager wieder betriebsbereit zu machen. Okay, haben wir Gott sei Dank Container hier direkt vor der Tür. Bei irgendeiner möchte bestimmt auch Heu kaufen. Ob wir das nun wegschmeißen sollten, das sei jetzt mal dahingestellt. So, den noch. Dann können wir schon bald wieder... Na, pumpst du da rein. So. Den, die Müllabfuhr... Die Müllab... Wieso liegst du draußen? Die Müllabfuhr holen, damit die die Container wieder abholen. So, dann schmeiße ich hier noch welche rein. Und der kommt auch noch da rein. Nein, die sind beide nicht drin. Ein bisschen offscreen, glaube ich, ein bisschen üben, hier die Dinger reinzuschmeißen. So, nicht. So. So, jetzt. Meine Güte. Noch mehr Heuballen. Oh Mann. Kein Kommentar. Hört auf zu lachen. Krieg das quasi mit. Ah, der war drinne. Dafür war der umso besser. So, dann die letzten Heuballen. Sehr gut. Und da vorne ist noch einer. Komm du mal hierher. Ich glaube, dich kriegen wir da nicht mal rein, ne? Also bestimmt nicht. Bleibst du? So, das muss gehen. So, stell dir das Lager über den Hauptbildschirm am PC wieder her. Also in der Tankstelle. Aber... ja, UFOs, okay. Aber das Tor stets geschlossen halten. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Ist der Endgame-Tag Nummer 3. Ja, ich komm. Huch, das ging wieder voll daneben. Ich muss ein bisschen mehr auf links gucken, auf dem Bildschirm. Weil da steht immer, wenn ein Kunde wartet.
Okay, Lagerlieferung kennen wir. Zeit für deinen ersten Einkauf, Neffe. Das letzte Mal habe ich Produkte für dich liefern lassen. Jetzt musst du es selbst machen. Achte darauf, den Preis zu überprüfen. In deinem eigenen Interesse möchtest du zu einem stabilen Preis verkaufen. Kaufe, wenn der Preis definitiv am niedrigsten ist. Ja, das macht Sinn. Bevor du ein Produkt bestellen kannst, musst du sicherstellen, dass du Platz auf der Tankstelle hast, dieses Produkt auch anbieten zu können. Du weißt schon, die richtige Anzahl und Art von Regalen kaufen und so. Um Produkte zu bestellen, klicke einfach auf die entsprechende Karte auf der Registerkarte Lieferung. Wähle dann die gewünschte Menge aus und klicke auf das Warensymbol in der oberen rechten Ecke. Dann die Bestellung bestätigen und auf die Lieferung warten. Die Lieferung erfolgt natürlich nicht sofort. Der Lieferwagen braucht etwas Zeit. Und dann musst du die Kartons selbst auspacken. Dazu bringe die Kartons vom neu eingetroffenen Lieferwagen zu den Schränken in deinem Lager. Wenn du mit dem Auspacken fertig bist, fährt der Lieferwagen wieder ab und du kannst die Produkte in die entsprechenden Regale stellen. Dazu musst du dich nur einem Regal deiner Wahl nähern und mit ihm interagieren. Die verfügbaren Produkte stehen dir dann alle zur Verfügung, gefiltert nach dem entsprechenden Regaltyp. Und noch etwas sehr Wichtiges. Denk daran, die Tore des Lagers immer zu schließen, wenn du fertig bist. Ein Dieb wird halt jede Gelegenheit von Weitem. Also sei hier nicht leichtsinnig. Und achte auf den Rücken. Wenn du schweres Zeug trägst, Arztrechnungen sind heutzutage sehr teuer. Ja, hat er recht. Okay, das kennen wir schon. Du kannst deine Tankstelle jederzeit öffnen und schließen. Da statt für den Gewinn gibt dir aber Zeit, um sie zu holen. Okay. Hallo? Entschuldigung, das war eine wichtige E-Mail. Die musste ich mal eben lesen. So, schnell noch ein bisschen das Band geputzt. Einen Saft und noch einen Saft, bitteschön. Ja, danke, du auch. So, Kunde an Kraftstoff, wartet schon wieder einer. So, einmal Chips, nochmal die Chips und Kekse und Kuchen und noch einen kleinen Kuchen und nochmal Chips und Popcorn. Du auch, dankeschön. So, jetzt nochmal betanken. Ja, Lifesaver, ja. Das gebe ich gerne zurück. Danke für das Geld. So, Kraftstoffstatus ist es niedrig. Jetzt müssen wir mal eben ganz kurz gucken. So, das Warenhaus wiederherstellen. Okay, da hat er Regale da reingestellt. Sehr gut. Und jetzt werde ich nochmal eben ein bisschen Kraftstoff bestellen. Bestell mal ruhig. 100 zum Preis von 200, okay. So, ich komm. How much do I owe you? Danke. Habe ich jetzt Kraftstoff bestellt? Ja, habe ich, ne? Ja, habe ich. Ah, dann kommt er ja schon. So, bestell jetzt wird die Produkte zum Verkauf in der Registerkarte Lieferung APC. Okay, Lieferung. Produkte. Die roten Punkte sind auch witzig, wo die auch immer sind, du. Ich kann schon Level 2 kaufen, okay. Jetzt weiß ich natürlich nicht. Ah, okay. Durchschnittspreis und das ist der, alles klar. Aber erstmal brauche ich mal eben kurz, ich glaube hier ist Erfrischungsgetränke ist alle. Dann kaufen wir uns mal ein paar Erfrischungsgetränke. Nein, nicht zum Warenkorb hinzufügen. Wo ist der Warenkorb? Das bitte rauslöschen, danke. Danke. So, nein, nicht rausgehen, Mensch. So, jetzt nochmal. Okay, ist ein bisschen günstiger. Ist im Schnitt. Ist teurer als sonst. Ist teurer als der Schnitt, ist im Schnitt, ist unterm Schnitt. So, dann kauf mal. Achso, der kauft gleich 30 Stück. Ah, das ist gut. Dann kauf mal gleich zwei davon. Zwei davon. So, Snacks. Ich komme. Nee, ist alles zu teuer. Davon kauf mal ein, bitte. Davon kauf mal auch ein. Und davon kauf mal auch ein. So, dass wir ein bisschen günstiger einkaufen. Ja, Alkohol. Ah, der ist ja schon sehr günstig. Nehmen wir auch einfach mit.
Das bleibt alles gleich, das bleibt auch da. Zigaretten. Ob die gehen immer. Einmal den. Ne, nehmen wir ruhig zweimal bei dem Preis. Einmal den. Das nicht. Und Eis, aber dafür brauche ich bestimmt eine Truhe, eine bestimmte, ne? Ich bestelle erstmal. Nein, bestelle ich nicht. Ist zu teuer. Ach Gott, was habe ich denn da gemacht? Gehen wir runter auf 1 bitte. Immer noch 429, das ist viel zu. Machen wir die Kippen weg, bitte. Dann nimm das Popcorn. Bitte weg. Ich komme doch schon, Mensch. Nicht durchdrehen. Lassen wir den Alkohol 199. Ja, bestell es mal so. Bei Sprit haben wir bestellt, das passt. Gut. Ja. Dich bediene ich eben noch. Mein Gott, das artet ja richtig Stress aus. So, zack. Zack. Und zack. Und zack. Bitteschön. Danke. Hat sich da wieder einer im Weg gestellt? Oder warum hupen die da draußen rum? So, bitteschön. Ah, okay, ich bin dran schuld. Ja, ich komme. Mein Gott. So, wenn der hier den Sprit ablehnt, beende ich die zweite Folge. Ich danke euch vielmals, falls ihr die gesehen habt bis hierhin. Lasst gern ein Like da, einen Kommentar oder einen Daumen hoch oder halt ein Abo. Ich würde mich sehr drüber freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das seht. Und ich hoffe, wir hören und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin, macht's gut.